Godzilla kam damals in die Kinos und der Film 2014 war ja sehr umstritten, aber ich habe mir trotzdem den Comic gekauft, Godzilla das Erwachen, und möchte euch diesen Comic einfach mal zeigen. Ich war am Anfang ganz überrascht, weil dieser Comic eben nicht das Comic zum Film ist, wie man so klassisch diese Sachen kennt, sondern es ist ein ganz eigenständiges Werk. Es spielt 10 Jahre vor Godzilla, also Godzilla, dem Film von 2014. Der Autor dieses Comics oder die Autoren dieses Comics sind hier die beiden Herrschaften Bordenstein. Bordenstein hat auch das Drehbuch zum Film geschrieben. Während das Film ja, wo der Film ja massive Lücken hat und massive Probleme hat manchmal mit der Logik, ist dieser Comic wirklich gut geworden. Der hat Spaß gemacht und ich blätter ihn hier einfach mal von hinten nach vorne durch. Zeichnungen sind okay, es sind viele Zeichner dabei. Arthur Adams hat das Cover gemacht. Es macht Spaß, es ist eine Stunde oder 1,5 Stunden schöne Literatur, in Anführungszeichen Comic-Literatur. Es ist spannend, es ist eine ganz andere Geschichte, eben für als dieser Film, der 2014 in die Kinos kam. Mir hat das Ding gefallen und kann es eigentlich jedem Comic-Fan und vor allem natürlich jedem Godzilla-Fan empfehlen. Von der Geschichte will ich jetzt nicht so viel verraten. Godzilla, das Erwachen. Also, mir hat es sehr gut gefallen und wie gesagt, am Schluss dieses Buches ist noch eine kleine Bildergalerie dabei. Jetzt leider nicht so aussagekräftig, hätten ein paar Seiten mehr sein können über Making of, aber sind ein paar ganz gute Eindrücke. Also hier, schaut rein, es kostet knapp 12 Euro, also lohnt sich und erschienen bei CrossCult Comic, eben hier sieht man 12,80 € der Preis. Also lohnt sich, kleines Ding, Seitenzahl ist na, nicht so berauschend viel. Irgendwie, naja, ihr seht's. 78, ach, 72 Seiten, 74 Seiten. Na gut, also viel Spaß bei Godzilla, das Erwachen.